damit herzlich willkommen zu einem etwas anderen Projekt auf diesem Kanal. Wir spielen heute eine Runde Anno 1800 mit dem Fokus auf Schönbaum. Nicht alle Entscheidungen, die ich treffen werde, sind effizient, sondern eher logisch aufgebaut oder hübsch anzusehen. Wir starten ein neues Spiel. Wir spielen natürlich mit allen verfügbaren DLCs auf einer großen Karte mit mehrheitlich großen Inseln. Die Inselschwierigkeit stelle ich auf schwer, denn das gibt unserer Stadt einen Charakter. Und ich würde gerne eine Atollkarte ausprobieren. Wir starten mit einem Flaggschiff, dem Standardkontor, und wir kennen nur unsere Insel. Und da ist sie, unsere Insel. Ich fange an, Holzverletten zu bauen, die ich dicht an die Berge setze. Denn ich finde, Wald gehört einfach zu den Bergen dazu, aber nicht zu dicht an die Küstenlinie. Und außerdem versuche ich auch, Minen mit dem Wald abzudecken. Ja, die erste Holzverlöte haben wir platziert in der Nähe des Eisenvorkommens. Wie gesagt, um einfach Bäume als Sichtschutz zu haben. Weil wer will schon eine Mine sehen? Mal ehrlich. Die erste Sägehütte stellen wir natürlich in die Nähe. Und natürlich sehen wir auch hier, dass das Pferd nach unten guckt. Und können das hier so hinstellen, sodass die Holzverletten natürlich gleich die Holzstämme in Richtung des Sägewerks bringen, um daraus Bretter zu machen. Wir brauchen noch einen Marktplatz. Und den Marktplatz würde ich hier in die Mitte stellen. Sogar vielleicht noch ein bisschen höher. Ungefähr hier. Dadurch, dass hier natürlich die Bauern arbeiten, wollen die Leute da auch in der Nähe wohnen. Ich kann übrigens noch ein zweites Sägewerk bauen. Ein zweites Sägewerk zu bauen macht natürlich Sinn bei zwei Holzfällerhütten. Was ich aber nicht so mag, ist, wenn gleiche Produktionsgebäude einfach nebeneinander stehen. Wir werden dafür also noch einen anderen Platz finden müssen. Ich habe hier ein paar Häuser platziert. Was ich wichtig finde bei Bauernhäusern ist, dass die nie in Reihe stehen. Bauern sind so dicht wie möglich an ihre Arbeitsstellen gezogen, ob das nur Farmen sind, in diesem Fall ein Sägewerk oder Holzfällerhütten. Der Arbeitsweg wurde einfach so gering wie möglich gehalten. Bei späteren Häuservarianten und anderen Stufen ist das natürlich eine andere Geschichte, aber gerade so am Anfang kann man das ein wenig konfuser tun. Wir bauen ein Lagerhaus. Ein Lagerhaus, finde ich, gehört in die Richtung eines Marktplatzes, denn ein Marktplatz bezieht Waren, natürlich spieltechnisch nicht wirklich, von einem Warenhaus, und daher passt die Ästhetik natürlich sehr gut. Wir setzen das mal daran, um das einfach zu verdeutlichen, dass Leute hier zwischen dem Warenhaus und dem Marktplatz hin und her wandern.
Wir ziehen hier mal noch eine Straße lang, damit auch endlich die Bretter hergestellt werden können. Wir haben schon ein paar Ornamente, die natürlich richtig ins Geld gehen, gerade am Anfang. Deswegen versuche ich, Plätze, die wir haben, erstmal freizulassen, um einfach dann später dort Ornamente reinzusetzen. Also ich habe schon ein bisschen was mir gedacht dabei, aber wir versuchen erstmal eine positive Bilanz zu kommen. Ja, um die Fischerei freizuschalten, bräuchten wir 50 Bauern. In dem Fall sind hier nur 5 pro Haus drin. Nach Adam Riese sind das dann quasi 10 Häuser. So, ich habe mal 10 Häuser platziert. Hier werden wir die Straße fortsetzen. Natürlich nicht als Kreuzung, sondern leicht versetzt. Und dann würde ich hier gerne anfangen mit einem Wegweiser. Auch wenn es hier wahrscheinlich nur Richtung Hafen und Richtung Marktplatz gehen soll, finde ich einen Wegweiser an dieser Stelle doch nicht deplatziert. Wir setzen ein zweites Sägewerk, diesmal etwas dichter zum Marktplatz, und dadurch ergibt sich nämlich folgendes Bild, dass auch Karren dann durch die Stadt fahren. Wenn man das nämlich alles nur außerhalb, dann hat man nur Leute quasi, und das gehört auch zum bisschen schönbaren Realismus dazu. So, wir haben jetzt die Fischerei freigeschalten, die wir natürlich gleich bauen wollen. Denn die 10 Tonnen, die wir hier drin haben, reichen natürlich nicht. Und die setzen wir einfach ganz entspannt neben den Hafen. Damit ist auch dieses Bedürfnis erfüllt. Und als nächstes wollen wir natürlich auch die Arbeitskleidung für unsere Bauern bekommen. Genauso wie den Schnaps. Sehr schön, da haben wir den Stadtstatus Dorf erreicht, dass jetzt die Arbeitskleidung, Schnaps und bald auch die Feuerwehr sowie das Wirtshaus freischalten wird. Ich habe hier nochmal den Straßenverlauf verändert, einfach weil das sonst zu kastenförmig aussähe und dadurch wirkt es einfach noch ein bisschen authentischer. Und ich glaube auch, ich werde das Zeichen hier in die Mitte setzen. Ja, genau. Ich hoffe einfach nur, dass das noch ankommt. Ja, sehr gut. Ich habe hier schon mal eine Straße lang gezogen. Die sind quasi die letzten Felder, die bebaut werden können. Die würde ich aber freilassen. Es sieht einfach besser aus, meiner Meinung nach. Und hier soll dann der Übergang sein zur größeren Stadt. Und wir fangen natürlich an mit Arbeitskleidung. Dazu gehört eine Schäferei sowie eine Weberei. Die Weberei würde ich gerne ein wenig zentral. Leute wollen nicht so weit laufen. Die wollen schnell ihre Sachen zum Markt bringen, deswegen hier auch der Markt. Ich glaube, hier ist ein guter Ort, der einfach der einfach zentral gelegen ist, am Marktplatz ein Warenhaus in der Nähe hat und quasi dann über der Straße die Waren verkaufen kann. Und für die Schafe
würde ich einen Platz leicht außerhalb. Das heißt, wenn man also von hier oben runterkommt und in Richtung des Dorfes geht, dass man dann quasi an eine Schäferei vorbeikommt. Schafen. Ja. Und schon hat man so ein bisschen Abstand von dem, was hier so ein wenig wie Geröll aussieht und eigentlich nicht bebaubar ist. Und die Schäferei dürfte jetzt, ja, Sachen produzieren. Wir werden wahrscheinlich hier auch eine weitere Schäferei hinsetzen, die dann ein wenig also sich lang zieht, quasi so als Feld. Genau, der holt jetzt schon die Wolle ab vom Haus und fährt dann quasi hier auch an den Häusern vorbei, am Marktplatz. Der Schäfer hat ja quasi auch Arbeitskräfte. Was ich dann machen würde, dass der Schäfer quasi hier vorne wohnt. Genau. Kann man sich ja vorstellen, dass dann der Schäfer direkt hier an einer Schafshütte wohnt. Auch Kartoffelhöfe sind eigentlich normal in einem Dorf integriert. Da gibt es also quasi dass man sagt, oh, das ist nur außerhalb. Das gehört da einfach mit dazu. Also ich würde gerne das Dorf hier nach hier oben erweitern mit einem Kartoffelhof. Die Grenze habe ich für mich gezogen, ist quasi so diese Waldgrenze, in der man dann eventuell weitere Holzfällerhütten einsetzen kann. Schon haben wir einen Kartoffelhof hier integriert, der natürlich dann nicht in einem Quadrat steht, sondern eben ein bisschen natürlicher wirkt. Und hier soll der Weg natürlich nach oben gehen. Mal schauen, was wir hier mitmachen. Auf jeden Fall weiß ich, dass unsere jetzt schon aufstiegsbereit sind. Schnaps, da fehlt natürlich noch die Schnapsbrennerei, die wir auch hier integrieren wollen. Aufgrund des Weges von der Schnapsbrennerei, also den man hier unten sieht, finde ich es mir cool, die seitlich hinzustellen. In etwa. Dann wird das Haus aber leicht bewegt. Und hier kommt noch ein Weg hin, damit der angeschlossen ist. Nicht aber hiermit. Quasi kann dann der Kartoffelhof einmal außen rumfahren. Wie gesagt, es kommt hier nicht auf Effizienz an, sondern eher darum, dass es natürlich aussieht. Authentisch ist, glaube ich, das gute Wort. Ja, für das Wirtshaus, das ja dann auch später von den Arbeitern benutzt wird. Wir können uns ja das Wirtshaus erstmal anschauen. Die haben also quasi hier vorne hier Plätze. Das ist so der Hauptbereich. Entschuldigung. Hier hinten eher ja, Lager. Das heißt, dieser Bereich könnte und sollte wahrscheinlich irgendwie ans Warenhaus angekoppelt sein. Oder dahin gedreht sein. Das heißt zum Beispiel, grob gesagt, wir könnten das so hinstellen. Dann hat man hier quasi eine Industriestraße. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Und ich denke mir sogar, dass wir die eher hierhin platzieren. Sogar vielleicht noch ein wenig nach unten.
passt das hier so zusammen. Hier quasi an der Ecke. Wir gehen noch ein, damit hier dann quasi einen Übergang hat. Der Baum etwas zentraler steht zum Marktplatz. Genau. So, lassen wir das. Das sieht ganz gut aus. Also quasi einen schönen Brunnen. Der Einkauf mit ich gehe nochmal schnell was trinken verbindet. Da kann der Weg dann quasi außen rum führen. Und schon haben wir einen etwas zentraleren Ort. Einkaufen und shoppen. Und hier oben dann ein wenig Industrie. Hier noch ein Sägewerk für Baumaterialien. Aber die wurden eben auch verlangt. Ja, ich sehe gerade, wir brauchen noch ein paar mehr Bauern. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss that fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring. Manchmal ist es auch einfach wichtig, dass man hier nur grün hat. Das geht, das ist völlig in Ordnung. Das ist einfach nur eine Rasenfläche. So, zurück zur Vogelscheuche. Wo ist sie hin? Hier unten. Und die würde ich dann gerne... Eine hier unten. Eine hier oben. Eins, zwei. Und dann brauchen wir hier zwei weitere Felder, die wir einfach hier hinsetzen. Vielleicht hier oben noch ran. Genau. Und schon haben wir zwei Vogelscheuchen, die einfach da auch reinpassen. So, wir haben jetzt genug Arbeitskraft wieder. Das ist schon mal gut. Das reicht uns aber natürlich nicht. Eine Feuerwehr ist natürlich essentiell. Gerade auch, wenn man eine Schnapsbrennerei hat, die ja gerne mal in Flammen aufgeht. Und die würde ich dann auch quasi zentral platzieren wollen. Genau. Und dadurch sind natürlich auch alle Häuser dann ein, ja, die Schäferei und so weiter. Und jetzt die Frage natürlich. Wo möchte man seine Arbeiter platzieren? Denn ich hatte mir vorgestellt, dass man hier eher Felder noch macht, die natürlich dann eher den Bauern gehören. Und die Arbeiter sind ja eher dann Minenarbeiter und so weiter und so fort. Eventuell sogar Hafenarbeiter. Ja, das ist noch eine Frage. Wir könnten die jetzt ausbauen lassen, um uns neue Baumöglichkeiten zu holen. You reached a new milestone. Zeitalter der Industrialisierung. Jetzt haben wir die Arbeiter. Und die Arbeiter werden später Schule und einen Markt brauchen. Also wird die Schule wahrscheinlich, dadurch, dass ich ja gesagt habe, die Arbeiter sind eher mit dem Hafen tätig, wahrscheinlich eher in die Richtung ziehen. Also die Schule wird wahrscheinlich hier irgendwo stehen. Genau, um dann hier den Bereich abzudecken. Das ist so der Plan. Ziegelsteine haben wir auch zuhauf. Jo. Wir haben 75 Holz, also das sollte kein Problem sein, eine Lehmgrube zu bauen. Ja, sogar hier auf der anderen Flussseite. Ich weiß, wir haben noch nicht genügend Arbeiter. Musik.
Für ein weiteres essentielles Gebäude für die Arbeiter brauchten wir 150 von den Arbeitern. Deswegen baue ich mal noch ein paar mehr Bauernhäuser. Genau, die sollen ja alle eher hier oben wohnen. Eventuell sogar noch auf der anderen Seite. Dürften wir dann auch wieder genügend Leute haben zum Ausbauen. Die werden wir natürlich dann hin und her schieben, aber für jetzt ist es erstmal angenehm, die so zu bauen, so zu haben. Die werden also wieder mit Bauernhäusern ausgetauscht. Ziegeleien gehören auch eher so ins Arbeiterviertel. Was ich also erstes mal mache, ist hier ein Lagerhaus hin, prophylaktisch. Das wird auf jeden Fall noch verändert. Und ich werde mal die Ziegelei hier unten hinsetzen. Dann weiß ich, dass die hier hingehört. So rum also, genau. Ich kann sich dann erstmal Waren abnehmen, abholen vom Kontor. Gehört aber dann später hier in den Arbeitsbereich der Arbeiter. Wir bauen hier nochmal ein paar mehr Leute aus. Ich könnte auch mit zwei Ziegeleien arbeiten. Die Arbeitskraft spare ich mir aber erstmal. Und dann hätte ich gesagt, gehen wir in Richtung Würstchen. Eine Schweinezucht. Genau, dann hat man hier quasi die Felder, wenn man hier lang geht, fährt, etc. Das kommt auch schon mal weg. Man hat dann quasi so diesen natürlichen Abstand zu dem Gewässer. Und deswegen finde ich das mit den Straßen, dieses Abstecken, doch ganz gut. Also es kann sein, dass ich das mal wegreiße, damit ich später hier den Weg habe. Kommt hier auf jeden Fall noch ein Haus hin. Genau, dann führt hier der Weg zu... Was weiß ich. Und hier ist dann natürlich noch so ein kleines. Ja. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Abstand rein. Also im Sinne von. Machen wir das. So. In der Zwischenzeit haben wir jetzt auch genügend Steine. Auch wieder so eine Geschichte. Kommt erstmal hier unten hin. Das ist also erstmal noch was, ein weiteres Projekt. Soweit ist unser Dorf aber noch nicht. Wir wollen aber natürlich schon die Boni abgreifen, dafür, dass wir den Leuten Wurst geben. Noch ein paar Leutchen ausbauen. Also die Entwicklung des Dorfes geht wahrscheinlich also hier runter. Wie erklärt mit der Schule und einer Kirche. Deswegen werden diese Sachen dann hier umgesetzt. Die Auswahl ist noch relativ begrenzt und für viele der Weihnachts-
Ornamente oder der Jahrmarkt Untergrände, die diese Pflastersteine unten drunter haben, die passen einfach nicht zu den Bauern. Und deswegen schauen wir hier mal das Ganze an, dass wir das bisschen natürlich, viel mit Gras, mit Bäumen, und später kommen natürlich noch andere Ornamente für die Arbeiter, die Variation doch erheblich erweitert. Ja, wir haben nämlich jetzt langsam auch die Wurst, das Bedürfnis Wurst abgeschlossen. Dadurch quasi, dass, also wenn jetzt nicht hier das Feuer ausgebrochen wäre, das Bedürfnis Brot freigeschalten. Was natürlich für unser Farmbereich extrem wichtig ist, dadurch, dass wir dann Getreide anbauen können. Namensvorschläge könnt ihr gerne auch in die Kommentare schreiben. Für die Insel, Namen und Städte. Und da werde ich mir damit was raussuchen. Und damit sind wir eine Hafenstadt. Wunderbar. Wie gesagt, wir haben jetzt Brot zur Verfügung. Wir können eine Kirche bauen, Segel sowie Hafenornamente neben Kaimauern, die Segelschiffswerft, Depot und eine Hafenmeisterei, genauso wie Geschützturm oder später auch einen Kanonenturm. Wir fangen mal an mit einer Getreidefarm. Ich weiß, dass ich noch nicht genug Arbeiter habe, aber das dürfte sich ja gleich legen. Kann ja auch schon mal hin. Wir haben jetzt auch genug Steine. Wie gesagt, die werden alle noch eingeplant ins Stadtbild. Nur derzeit eben nicht. Und ich würde sogar fast schon sagen, dass wir hier auch noch eine, die zweite, dadurch, dass man hier für eine Minute und das nur 30 Sekunden, kann man noch eine weitere Getreidefarm einplanen. Steht unsere Getreideproduktion. Vielleicht werden wir einen vereinzelten Baum hinsetzen, je nachdem. Also wenn man hier einen großen Baum hat, so an der Ecke, dann ja, oder ein paar Büsche quasi. Aber die wirken auch so verloren, also von daher, das machen wir nicht. Wir brauchen noch ein paar Leute, einfach aus dem Grund, dass wir mehr Gebäude gebaut haben. Und die setzen wir hier hin. Quasi die dann hier arbeiten. So versuche ich natürlich ein natürliches Stadtbild hinzubekommen. Ohne dass man hier auf Effizienz achten muss. Und das nächste Projekt wird dann sein, dass wir uns um die Kirche kümmern. Die natürlich einen zentralen Punkt haben wird in unserer Gemeinde.
und wahrscheinlich der Ausbau der Stadt. Dann soll es das erstmal gewesen sein. Ich glaube, wir haben etwas geschafft, eine kleine Siedlung hier aufzubauen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, ciao, ciao.